In diesem Video möchte ich darüber nachdenken, was denn Addition eigentlich bedeutet oder Zusammenzählen. Und ich habe mir überlegt, das mache ich am besten gleich an einem Beispiel. Ich habe mir mal das Beispiel 1 plus 1 ausgesucht. Also hier ist 1 plus eine andere 1. So, was heißt das denn? Was ist denn das Ergebnis von 1 plus 1? Ich denke darüber immer folgendermaßen nach. Diese 1 hier, die stellt eigentlich irgendein Ding dar. Also zum Beispiel, ich habe hier gerade einen violetten Kreis. Den kopiere ich mir mal und füge den ein. Also diese 1 da oben, diese violette 1, die stellt einfach nur diesen violetten Kreis hier dar. Und diese cyan, hellblau farbende 1, die stellt ein anderes Objekt dar. Und zwar, ich habe natürlich auch noch einen hellblau cyanfarbenen Kreis hier. Also kopiere ich den noch und füge den ein. So. Also habe ich jetzt hier zwei Objekte, ein violettes und ein hellblaues. Und das Ergebnis von beidem, also von 1 plus 1, ist dann, wie viele Objekte habe ich denn jetzt? Also, das kann ich ja einfach mal zählen. Das hier ist ein Objekt und das hier ist mein zweites Objekt. Also, 1 plus 1 ist also das gleiche wie 2. 1, 2. Okay, jetzt könntest du natürlich sagen, ja gut, 1 plus 1 ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach. Wie wäre es denn mit anderen Zahlen? Okay, dann machen wir noch ein Beispiel mit anderen Zahlen. Wie wäre es denn mit, sagen wir mal, 2 plus 3? 2 plus 3. Wie viel ergibt 2 plus 3? Mach am besten kurz Pause und denk mal selber darüber nach, was dein Ergebnis ist. Und dann kannst du ja wieder das Video anmachen und schauen, auf welche Lösung ich gekommen bin. Also ich würde wieder genauso vorgehen wie hier links. Hier habe ich gesagt, dass diese 1 stellt einen Kreis dar. Also stellt diese violette 2 hier einfach zwei von diesen Kreisen dar. Also, ich hole mir mal eben nochmal zwei solche Kreise. Da ist der erste. Und wir brauchen noch einen zweiten. Da ist der zweite. Und dann diese 3 hier stellt dann also 3 von diesen Bällen hier dar. In dem Fall natürlich dann hellblaue Bälle, weil es ist ja eine hellblaue 3. Also hole ich mir noch eben 3 von diesen Bällen. Hier ist der erste. Hier ist der zweite. Und einer fehlt noch. Da ist der dritte. Also wie viele Objekte habe ich jetzt hier? Wie viele Dinge oder Kreise siehst du jetzt hier? Naja, wie immer, das können wir ja einfach zählen. Also das hier ist der erste Kreis. Das ist der zweite. Das ist der dritte. Das ist der vierte. Und das ist der fünfte Kreis. Also muss 2 plus 3 das gleiche sein wie 5. Weil wenn du erst zwei Dinge hast und dann nochmal drei Dinge oben drauf packst, dann hast du insgesamt 5 Dinge.